Moin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerade eben haben wir die zweite Tarifverhandlung für das Gastgewerbe Weser-Ems vertagt. Wir haben uns heute zusammengesetzt mit dem DEHOGA, um über Lohnerhöhungen für 27.000 Menschen in unserer Region, die in den Hotels und in den Restaurants arbeiten, zu verhandeln. Sind in den Verhandlungen auch sehr weit vorangekommen, haben uns bei den Azubi-Vergütungen geeinigt, haben auch für einen Großteil der Beschäftigten schon Lösungen gefunden. Aber an einem zentralen Punkt hakt die ganze Geschichte, da bewegen sich die Arbeitgeber nicht. Und zwar möchte man die Tarifgruppe 1 einfrieren. Tarifgruppe 1, das heißt, da sind Spülhilfen drin, da sind Küchenkräfte drin, da sind Aushilfskellner drin, Zimmermädchen, Putzfrauen und so weiter. Die sollen bei einem Lohn von 9,29 Euro eingefroren werden. Die sollen langfristig nur den Mindestlohn bekommen. Mit dem DEHOGA war an diesem Punkt heute keine Einigung zu erzielen, weswegen wir gesagt haben, dann müssen wir die Verhandlungen vertagen. Auf der Basis können wir heute keinen Abschluss machen. Und wir werden jetzt eine Gastro-Offensive starten, dass wir die Mitarbeiterinnen, dass wir die Öffentlichkeit informieren, dass hier Mitarbeiter von der Lohnentwicklung abgekoppelt werden sollen, dass trotz Personalmangel und trotz Rekordumsätzen in der Gastro die Arbeitgeber nicht bereit sind, hier einem Großteil der Beschäftigten überhaupt eine Lohnerhöhung zu zahlen. Am 15. Januar geht es weiter. Wir hoffen auf die Unterstützung von ganz vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Branche. Zeigen wir, dass wir eine Belegschaft sind, dass wir gemeinsam das Gastgewerbe sind und dass wir gemeinsam auch gute Löhne und gute Lohnerhöhungen verdient haben. Denn nur gemeinsam als Team können wir die Betriebe aufrechthalten und können wir hier auch die Gäste bewirten. Ich hoffe auf eure Unterstützung. Wir werden die Arbeitgeberseite vor uns hertreiben, dass wir da noch was machen können und bauen da auf euch. Danke und bis bald.